Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Häkeln mit Elli. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so einen Einkaufskorb macht oder auch die Einkaufstasche. Ist relativ groß. Ich habe die Tasche aus Polyesterschnur gehäkelt, 5 mm. Und dass die Tasche so groß geworden ist, habe ich 4 Knäule dazu benutzt und das ist alles, was geblieben ist. Ich gebe euch noch mal schnell die Masse. 23 cm und von der höchsten Stelle hat es 33 und die Tiefe ist bei 16 cm. Dann wünsche ich euch viel Spaß, die Tasche nachzuhäkeln. Ich werde mich auch sehr freuen, wenn ihr für mein Video einen Daumen hoch macht und meinen Kanal abonniert. Dann viel Spaß beim Nachhäkeln. Für die Tasche nehme ich 2 Taschenhäkel und zwar die haben 22 cm Außendurchmesser und 20 cm Innendurchmesser. Dann Schere, Häkelnadel Nummer 6, Maschenmarkierer, Feuerzeug und natürlich Polyesterschnur. Das ist Polyesterschnur, 5 mm, habe ich 4 solche Rollen geschenkt bekommen und ich gehe davon aus, dass ich nur 3 davon benötigen werde. Die kann man auch ersetzen für Bobini Baumwollschnur. Das geht ja auch. Diejenigen, die mich auf Instagram erfolgen, können natürlich auf meiner Seite sehen, da ich schon eine Tasche gehäkelt habe. Und zwar habe ich die gehäkelt aus Babini 5 mm Cord. Gut, dann wollen wir beginnen. Wir beginnen jetzt die Tasche zu häkeln. Und zwar die Tasche wird von oben nach unten gehäkelt. Dazu nehmen wir unser Griff. Mein Griff ist sehr groß. Es gibt auch kleinere. Jeder muss nachher selber rausfinden, wie viele Maschen dann bei dem Griff umhäkelt. Also ich brauche 30 Maschen für meinen Griff. Und zwar, das ist genau die Hälfte, was nachher mit den festen Maschen hier umgehäkelt wird. Also bei meinem Griff brauche ich 30 Maschen. Gut, wir nehmen noch das Endstück, ungefähr 1,5 bis 2 Meter. Das zeige ich nachher, wofür wir das benötigen. Und dann wollen wir diesen Taschengriff umhäkeln, machen dann so eine Luftmasche. Und dann fange ich an einer Seite an und mache schon die erste Masche am Griff. So sieht es aus. Gehe mit dem Faden hier unter durch, nehme ich das zu der Häkelnadel und häkel das einmal so. Drei. Vier. Und so weiter. Also ich benötige 30 Maschen. 30 Maschen habe ich jetzt an meinem Henkel gemacht. Sieht einmal so aus. Und die Tasche häkeln wir dann mit Strickmuster. Das heißt, wir haben dann eine Reihe mit dem Strickmuster und dann eine Reihe haben wir Kettmaschenreihe. Da wo das Strickmuster ist, ist das Vorderseite.
Und die Kettmaschenreihe ist, das ist die Rückseite von der Tasche. Das ist jetzt einmal da, wo das Endstück ist, auf der rechten Seite, es wird unsere Vorderseite sein. Dann wenden wir die Arbeit einmal um und das wird unsere Rückseite sein. Und die häkeln wir dann mit Kettmaschen. Das heißt, hier ist ja so eine Kette entstanden. Und unter diese Kette, also nur in die vordere Schlinge, müssen wir mit der Häkelnadel durch und eine Häkel und eine Kettmasche häkeln. Also unter jede vordere Schlinge rein und da häkeln wir dann die Kettmasche. Arbeit wenden, Arbeitsfaden ist vorne und wir fangen gleich hier an. Wir machen hier keine Luftmasche, gar nicht. Wir haben die Arbeit, letzte Masche, Arbeit wenden. Ziehe ich die ein bisschen raus und fange gleich hier bei der ersten Schlinge auch eine Kettmasche zu häkeln. So, die erste ist immer schwer und die anderen werden auch leichter gehäkelt. Also, unter jede diese Schlinge häkeln wir die Kettmasche. Und so machen wir dann bis Ende der Reihe. Und häkelt bitte diese Kettmasche nicht zu fest, ganz locker. Gut, dann bis Ende der Reihe häkeln. Am Ende der Reihe angekommen, mache ich noch die letzte Kettmasche. Und hier ist unser Knoten, wo wir die erste Luftmasche gemacht haben, als wir hier umgehäkelt haben. Da machen wir nichts. So sieht jetzt die Vorderseite aus. So, wir werden ja dann die Tasche so in die Breite häkeln wollen. Das heißt, dass wir jetzt die Tasche viermal Marker aufsetzen, wo wir die Zunahme machen. Ich habe bei meiner Tasche so gemacht. Auf eine Seite 5 Maschen, also ich habe hier angefangen 1, 2, 3, 4, 5 und bei der sechste habe ich markiert. Das heißt, die sechste Masche werde ich verdoppeln. Dann 1, 2, 3, 4 und bei der fünften stelle ich den Marker auf und hier werde ich dann auch verdoppeln. Auf diese Seite, weil das gespiegelt ist, mache ich gleich genauso. 1, 2, 3, 4, 5 und bei der 6 stelle ich den Marker auf. Und dann nochmal 4, 1, 2, 3, 4 und bei der fünfte stelle ich dann den Marker auf. Und dann in der Mitte habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Maschen. Wir beginnen jetzt mit der ersten Reihe von den Strickmustern und die erste Masche oder alle Maschen, jetzt, wenn wir diese Kette einmal zur Seite schieben, dann sehr schön mit der Häkelnadel hier einmal durchgehen und Faden holen. Bei der ersten ist es ein bisschen schwierig. Also hier haben wir die letzte Kettmasche gemacht. Wir machen wieder keine Luftmasche. Gehen hier rein auf der Rückseite. Ist dann diese, also nicht diese Schlinge, einmal diese Schlinge. Und dadurch greife ich und dann holen wir den Faden.
Pack die zweite Schlinge auf die Nadel und häkle die beiden zusammen. Dadurch, dass hier noch eine zusätzliche Reihe entstanden ist, werden diese Strickmusterreihen, also diese Maschen, die werden dadurch einmal länger. So, und dann häkle ich bis den Marker diese 5 Maschen. Wenn die Masche sich einmal verdreht, so wie jetzt, nehme ich einfach mit dem Finger und schiebe die zur Seite. 4, 5 und die 6. wird verdoppelt. Also in die 6. häkle ich 2 Maschen. Dann häkle ich wieder 4 einzelne Maschen bis zu den nächsten Marker. Und hier wird es wieder verdoppelt. So, dann häkeln wir hier die feste Masche, da wo wir den Marker aufgestellt haben, verdoppeln. Und da wo der andere Marker ist, auch verdoppeln. Und wir sehen uns dann am Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen und mache hier die letzte Masche. Und diese Reihe sieht so aus. Wir drehen Arbeit um und fangen auf der Rückseite die Kettenmaschenreihe zu häkeln. Diese Reihe zeige ich nochmal und dann, da wird nichts verändert, macht ihr dann alleine. Gut, wir fangen wieder bei der ersten an und machen dann die Kettenmasche. Die Schlinge nehmen, die vor ist und die Reihe wird nicht so fest gehäkelt. Ganz locker. Und so weiter bis Ende der Reihe. Am Ende der Reihe angekommen und hier habe ich noch die letzte Masche. Also das ist die erste Masche, die wir gemacht haben und die hat leider keine Schlinge. Das heißt, wir gehen. Hier ist die rechte Seite von der Masche. Wir gehen einmal unter durch und da ist ja so eine querliegende Masche, die nehmen wir auch noch mit und machen dann auch die Kettmasche. Dann wird, wenn wir hier mehrere Reihen gehäkelt haben, nicht so schlabberig sein, ne? Das ist nur auf der Seite. So, die erste Reihe von der Zunahme haben wir jetzt gemacht und insgesamt werden wir 6 Reihen häkeln. Und zwar, die Zunahmen werden wir auch einmal abwechseln. Das heißt, ich habe hier einen Zettel vorbereitet. Könnt hier auch gerne einen Screenshot machen. Das ist die erste Reihe, unsere erste Verdopplung. Bei der zweiten Reihe, da wo die Verdopplung ist, das ist die erste Masche, die zweite. Die zweite verdoppeln wir. Dann häkeln wir die Maschen, die hier sind,
bis zu der nächsten Verdopplung. Hier machen wir es genauso. Dass es ja Spiegelverkehr ist, hier die Mitte und häkeln dann die erste von der Verdopplung und auf der Seite genauso. Und dann wechseln wir immer so. Eine Seite, dann die andere Seite, eine Seite, die andere Seite, eine Seite, die andere Seite. Ich zeige einmal noch, wie es gemeint ist. So. Die nächsten Reihen werden wir dann in Strickmuster, wie ich schon gesagt habe, häkeln und wir gehen hier durch. Dann nehmen wir alle drei diesen Schlingen mit. Also, fang bei der ersten, die ist immer so quer gehäkelt, Faden rausgeholt, anderen Faden rauf und beide zusammen häkeln. Gehe ich in die nächste Masche, also in die Masche durch. Reinstecken. Darauf achten, dass sie auch auf der Rückseite richtig rauskommt. Faden holen und Masche häkeln. Und das machen wir bis der Verdopplung. So, bei der Verdopplung angekommen und jetzt gucke ich auf meinen Zettel. Eine Masche lasse ich dann einmal häkeln und die zweite werde ich verdoppeln. Hier ist die Verdopplung. Die erste Masche häkle ich dann als einzelne Masche. Und die andere verdopple ich. So, ich häkle dann bis diesen Marker, mache es genauso wie bei den Marker hier. Also die erste Masche einzeln häkeln, die zweite Masche verdoppeln, dann in jede Masche eine Masche häkeln und hier auf der Seite zeige ich, wie ich es mache. Ich bin jetzt bei den dritten Markern und hier mache ich ja dann die Verdopplung bei der ersten Masche. Dann eine Masche und dann die restlichen Maschen bis zu der nächsten Verdopplung. So. Jetzt ist wieder der nächste Marker. Die erste Masche wird verdoppelt. Und die zweite Masche wird dann als einzelne Masche gehäkelt. Und dann häkeln wir bis Ende der Reihe einzelne Maschen, dann die Arbeit wenden, Kettenmaschenreihe häkeln, fangen mit der dritten Reihe genauso wie bei der zweiten Reihe. Und dann sehen wir da, wo die Verdopplung war bei der dritten Reihe. Fangen wir dann die erste Masche verdoppeln, ersten und zweiten Markern bei den dritten und vierten, dann die zweite. Und so häkeln wir sechs Reihen mit Zunahme.
Und ich empfehle euch gleichzeitig beide Seiten mitzuhäkeln, um zu sehen, dass die auch gleiche Breite und die Länge haben. Wir sehen uns dann, wenn wir diese 6 Reihen erreicht haben. Die 6 Reihen sind jetzt fertig und wir fangen den Boden zu häkeln, also die Reihen abzunehmen und nach unten zu kommen. Das ist unsere Breite, also das ist eine Seite, das ist die andere Seite, so breit ist eine Seite und da kommen noch 3 Reihen dazu. Also, ihr könnt ja noch rechnen, die wird ja noch hier an der Breite die Tasche zunehmen. Und wie ich schon gesagt habe, wir fangen jetzt dann den Boden weiter zu häkeln und wir nehmen dann die Reihen ab. Das geht sehr einfach, ich zeige euch mal. Ich habe jetzt dann so für meine Tasche gemacht, dass ich 9 Reihen mit Abnahme gemacht habe. Und die habe ich so gemacht. Die erste Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschen habe ich abgezählt. Und hier bei der 8 stelle ich den Marker auf. Bei anderer Seite mache ich es genauso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier setze ich den Marker auf. Das heißt, mit Kettmaschenreihen häkle ich von da aus bis zu den zweiten Marker, also bis hierhin. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Bin jetzt mit der Kettmaschenreihe bis zu den Marker angekommen, mache den Marker ab und mache hier dann die letzte Kettmasche. Wende die Arbeit. Sieht einmal so aus. Und dann, wie gehabt, häkle ich mit Strickmuster bis zu den Marker. Hier, da wo wir die Verdopplung gemacht haben, machen genauso wie bis hier. Das heißt, macht dann die erste Masche und hier bei mir fängt gleich die Verdopplung und die letzte Verdopplung habe ich in die zweite Masche gemacht, das heißt, hier mache ich in die erste Masche. Und wie gehabt, häkle ich dann auch weiter bis zu den zweiten Marker auf der anderen Seite. Also in jede Masche eine Masche häkeln bis zu den Marker. Nicht vergessen, die Verdopplungen zu machen. Und hier bei den letzten Marker sehen wir uns. Bei den Marker angekommen, mache ich noch die letzten paar Maschen. Also nicht vergessen auch die Verdopplung. Also die Masche verdoppeln. Hier mache ich dann Marker ab und mache noch die letzte Masche. So, die erste Reihe von den Abnahmen ist jetzt fertig. Und bevor wir mit der zweiten Reihe anfangen, werde ich jetzt wieder mal markieren, wo die Abnahme anfängt. Und zwar, ich zähle jetzt 1, 2, 3 Maschen und bei der 4 setze ich den Marker auf. Der andere Seite mache ich genauso. 1, 2, 3 und bei 4 setze ich dann den Marker auf.
So, ich habe hier wieder ein Muster vorbereitet oder diese Zeichen vorbereitet, wie man die Abnahmen macht. Hier waren die ersten 7 Maschen. Hier haben wir. Dann nehmen wir 3 Maschen. Das haben wir hier schon gemacht. Dann 2 und wechseln immer jetzt ab. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Das auf der anderen Seite genauso. Haben wir auch gemacht. 7 und dann 3. Und so mache ich dann, das ist die erste Stufe, dass ich insgesamt 9 Stufen davon habe. Eine, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte und neunte. Da sind ja dann 2 Maschen, die wir abnehmen. Das heißt, also ja, ihr könnt jetzt noch mal Screenshot davon machen. Wir beginnen dann mit Kettmaschenreihe zurückhäkeln und häkeln dann bis zu den Marker. Und dann zeige ich noch mal, wie es bei der zweiten Abnahme geht. Bei den Marker angekommen, mache ich den immer weg und mache die letzte Kettmasche. Wende die Arbeit und häkle ich dann die Reihe bis zu den Marker. Also hier haben wir 3 Maschen ausgelassen, hier lassen wir auch 3 Maschen aus. Und nicht vergessen, da wo die Zunahme ist, also 2 Zunahmen haben wir noch, nehmen wir weiterhin auch die Maschen zu. Also abwechselnd die Maschen verdoppeln. So, dann, wenn die Reihe mit Festmaschen gehäkelt ist, bis zu den Marker, kann man weiter die Marker versetzen, wie ich auf diesen Zeichnung gezeigt habe. Und dann häkeln wir, bis wir 9 Stufen erreicht haben. Zeige ich nochmal, wie die Reihe beginnt. Hier unter durchgehe ich. Hol den Faden und mach dann die erste Masche. Und so häkle ich bis zu den Marker. Nicht vergessen, die Maschen verdoppeln, wo wir auch die Maschen verdoppeln sollen. So, dann häkeln wir weiter. Beide Seiten sind jetzt fertig. Die sehen so aus. Und wir beginnen jetzt Taschenseite und hier den Boden zu häkeln. Wir machen jetzt noch die letzte, nicht die letzte. Also wir haben ja auch bei Abnahme von einer Seite immer die Kettmaschenreihe gemacht und von einer Seite die wurde ausgelassen und die beenden wir jetzt bis der Ende der Reihe. Also ich habe dann jetzt hier bei der letzten Reihe weiter gehäkelt die Kettmaschenreihe. Bei den letzten 2 Maschen angekommen. Mach eine Masche. Und dann nehme ich da 2. Da wo die erste Masche war. Erste und die zweite Schlinge. Und mach dann die Kettmasche. Und hier, wo die Ecken sind, machen wir die Kettmaschen ein bisschen fester. Dann bin ich zu der ersten Stufe angekommen und hier hatte ich eins, zwei, also eine und zweite Masche. Also ich gehe dann bei der ersten Masche und mache die Kettmasche und bei der zweiten wieder unter den beiden Schlingen durch und Kettmasche häkeln.
So, dann waren es hier drei Maschen. Also 1, 2 und 3. Also hier müssen dann drei Kettmaschen sein. Also hier ist die erste, zweite und die dritte wieder die erste feste Masche gewesen unter beiden Schlingen durch. Ich hoffe, es ist ja auch gut zu sehen ist. Und so machen wir dann Stufe zu Stufe bis Ende der Reihe, also bis hierhin. Zeige ich nochmal, hier kommen wieder zwei Maschen. Also die erste Masche und dann die zwei Schlingen, da wo die erste feste Masche war. Drei Maschen. Eins, zwei und die zwei Schlingen unter der Masche. Gut, dann machen wir bis Ende der Reihe. So sieht jetzt einmal aus. Hier war die Kettenmaschenreihe und hier sind noch die Stufen geblieben. Es ist nicht so schlimm, weil wir ja das auch noch mit den festen Maschen beseitigen werden. Und zwar, wir häkeln jetzt ohne Zunahme drei Reihen. Wir fangen wie gehabt einmal an. Und häkeln erst 7 feste Maschen. Also das ist die erste Stufe, was wir verkürzt haben. Und die Maschen machen wir genauso, wie die anderen Reihen gemacht haben. So, hier angekommen, mache ich jetzt noch die letzte 7. Masche. So, hier haben wir diese Stufe gehabt. Und da fängt die erste Masche an. Und diese Masche machen wir dann ein bisschen kleiner. Also achten darauf, dass das auf der anderen Seite richtig häkelnadel rauskommt. Diese Reihe müssen wir ein bisschen kämpfen. Also nochmal. So. Und die mache ich aber nicht zu lang. Diese Masche, dass die fast gleiche Höhe hat wie diese Maschen. Und dann habe ich da noch zwei bis zu der nächsten Stufe. So, dann wieder zu der Stufe angekommen, wo wir die zwei Maschen verkürzt haben. Und hier machen wir dann eine Masche, die ein bisschen kürzer ist. Also nicht zu hoch rausziehen. So, und dann die nächste Masche. Also auf der Kamera sieht das ja auch so aus.
aus, dass ich kämpfe, aber in Wirklichkeit es ist nicht so schwer. Ne? Also ich muss ja auch darauf achten, dass mir die Kamera nicht wegfliegt und ihr alles zu sehen bekommt. So sieht es mal aus. Und so machen wir dann weiter bis hierhin. Und dann zeige ich, wie es hier gemacht wird. Bin jetzt auf der Stelle angekommen, da wo wir die Reihen verkürzt haben. Hier habe ich noch zwei Maschen und die vorletzte Masche häkel ich ganz normal. Und die zweite, ich gehe runter und auf der Rückseite ist nur eine Schlinge, ne? Dann hole ich mir den Faden und diese Masche mache ich mir ganz klein. Also, wenn ihr sehen könnt, die ist nicht so hoch wie die Maschen, also ein bisschen kleiner häkeln. Dann bin ich an der anderen Stufe angekommen. Ganz normal reingehen, Faden holen, häkeln. Hier ist wieder die letzte Masche von dieser Stufe. Reingehen, Faden holen und dann die Masche nicht zu groß häkeln. Da könnt ihr mal schon den Unterschied sehen. Dann wieder an der Stufe angekommen. Da mache ich ganz normale Masche. Noch ganz normale Masche. Und hier die kleine Masche. So. So macht ihr bitte bis Ende der Reihe. Und da wir auch keine Zunahme gemacht haben, könnt ihr schon mal sehen, dass der Boden sich ja schon nach innen biegt. Ja, und wir machen ja die Reihe zu Ende. Dann machen wir die Reihe mit Kettmaschen rein. Und dann machen wir noch zwei Reihen mit feste Maschen. Also, dass wir drei Reihen insgesamt haben. Ja, und dann wird die Wand sich ja schon nach innen wellen und dann schauen wir, ob diese Breite von dem Boden uns ausreicht. Und dann sehen wir uns, wenn es fertig ist. Die Reihen sind jetzt auch fertig und ich beginne mit der Kettmaschenreihe und sie wird ganz anders gehäkelt. Wir haben zurückgehäkelt unter diese jede Schlinge. Diesmal gehen wir unter beide Schlingen durch. Also fangen dann bei der ersten gleich an. Gehen unter beide Schlingen durch und machen die Kettmaschen. Und das geht bis Ende der Reihe. Und dann macht ihr zweite Teil noch fertig und bei einem schneidet ihr Faden ab und bei den zweiten lässt ihr den Faden, da werden wir beide Seiten miteinander verbinden. Beide Teile sind jetzt fertig. Ich habe beide Teile noch mit dem ba Dampfbügeleisen gebügelt und die ins Form gebracht. Jetzt verbinden wir die miteinander mit Kettmaschenreihen. Ich habe hier schon ein paar Maschen rausgezogen, um zu sehen, wo ich die verbinden muss. Also, das ist die obere Kette, die wir gemacht haben. Und hier ist die andere Kette, wenn man ja so anguckt. Und die untere Schlinge müssen wir dann mit der Häkelnadel durch. Und wir machen es so, dass wir immer abwechseln. Wir greifen einmal eine Seite an und dann die andere Seite. Also ich zeige es. Gehe in die erste Masche und hole mir erstmal Faden so durch. Und dann beginne ich. Mache erst von unterer Seite
dann die obere Seite greifen und Faden holen und die Kettmaschen durchziehen. Dann mache ich jetzt von obere Seite und die untere Seite. Also ich wechsle das immer ab, unten und oben. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Und so machen wir, dass beide Teile miteinander verbunden sind. Bis Ende der Reihe. Die letzten paar Maschen habe ich noch. Und hier müsst ihr nicht vergessen, die Maschen mitzunehmen. Also die letzte Masche ist jetzt gut zu sehen. Und die ganz letzte Masche, es ist ja diese Schlinge von einer Seite und von der anderen Seite. Also hier gehe ich einmal durch und ich gehe dann unter beiden Schlingen durch. Und dann ist es fertig. Faden abschneiden und dann auf die Rückseite ziehen und verstecken. Die Tasche ist soweit fertig. Wir haben ja noch bei Anfang die Endstücke dran gelassen. Und zwar, wir werden jetzt die Seiten mit Kettmaschenreihe stabilisieren. Ich habe ja schon eine Seite gemacht, die sieht immer so aus. Und machen jetzt zusammen auf diese Seite. Ich mache jetzt einmal um den Griff wickeln und gehe dann mit der Häkelnadel in die Masche rein und hole mir den Faden. Und so gehe ich bis auf der anderen Seite. Bin jetzt auf die andere Seite angekommen. Und wenn ihr so die Tasche anguckt, dann könnt ihr es feststellen, dass eine Seite ein wenig höher ist als die andere. So schlimm ist es nicht. Man kann das mit dem Endstück, was wir auch noch da haben, einmal beheben. Und zwar, wir können noch paar Mal um den Griff so den Faden wickeln. So, ich habe jetzt auf Schnelle gemacht, gezeigt. Und dann das Endstück auf der Rückseite verstecken. So, die Tasche ist jetzt dann komplett fertig. Schön, dass ihr mein Video zu Ende geguckt habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht und meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachhäkeln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!